So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Stanley Parable 2. Erstmal dicke Sorry, dass schon wieder... Ordnung auf dem Kanal existiert nicht. Gab jetzt schon wieder ein paar Tage keine Videos. Aber tatsächlich habe ich mich nach der letzten Folge überhaupt nicht fit gefühlt. Und dann dachte ich mir, ich nehme halt jetzt... Also ich hätte es vielleicht noch besser kommunizieren können. Aber ich habe jetzt einfach so ein paar Tage nicht aufgenommen und nichts gemacht. Einfach damit ich... wieder aufnehmen kann, wo ich mich wohlfühle. Ja. Und das ist heute. Ich habe insane viele coole Sachen auf Twitter geschickt bekommen. Unverstörende Sachen. Erstmal hat Nori mich mit meinem Eimer gemalt. Ultra cute. Einfach süß. Und auch der Posaurus, wie ich schon mal eingeblendet, hat auch nochmal das Thumbnail von der letzten Folge so in seinem Stil gemalt. Wie ich den Eimer begeistert angucke. Dann habe ich noch von Afrox, der gerade scheinbar übt, 3D-Models zu machen. Der hat mir nämlich erst einen Kirby geschickt. Und dann hat er mir eine eigene Stanley, beziehungsweise Zombie-Parable-Figur gebastelt und geschickt. Guck mal, jetzt kann ich kleine Zombies sammeln. Die sammeln wir auch übrigens heute. Dann habe ich von Abomat ein eigenes Logo animiert bekommen für Stanley Parable mit Zombie. Ich weiß nicht, warum wart ihr alle so fleißig seit der letzten Folge? Dann hat die Kuta mich mit meinem Eimer gemalt. Auch super cool, vielen Dank. Dann hat Rairo in gewisser Weise mich auch mit meinem Eimer gemalt. Ich liebe es, es ist so verstörend. Richtig gut. Ja, und das war es eigentlich auch. Ich glaube, auf dem Hoch kann man auch aufhören. Vielen, vielen Dank. Super cool, die ganzen Sachen. Tja, und damit beginnen wir das Spiel. Ich vermisse übrigens unseren Freund, unseren Einstellungsfreund. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where... Guck mal, das Intro hier ist auch anders. And then one day something very peculiar happened. Ja, auf jeden Fall, heute suchen wir, also ich habe das Intro gerade nochmal angeguckt. Es hängen nur Luftballons da und Stanley Parable 2 steht da, aber sonst auch nichts Neues. Wir suchen heute die Statuen zusammen. Deswegen gehen wir nochmal zu dem Raum, weil ich mir nicht gemerkt habe, in welchem Raum die Statuen sind. Und dann suchen wir mal los. All of his co-workers were gone. What could it mean? So. Heute werden wir zum Completionist. Wir brauchen einen großen Raum mit vielen Boxen. Ich glaube, das werde ich am Anfang die rechte Tür nehmen. Die Treppen, irgendwas mit Treppen, das könnte hier links vom Büro runter sein. Und irgendwo mit Rot und Blau, das ist, wenn ich immer das Gegenteil von ihm mache. Da gab es hier die rote und blaue Tür. Das hatte ich ja in der ersten Folge auf dem Thumbnail. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Es kann so einfach sein. Wenn jetzt hier unten vor der Treppe ist, dann... Stanley walked upstairs to his boss's office. Yo. Bin halt ein Big Brain. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines. And now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by one? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Ich finde Stanlerines gut. Das ist ein schöner Name. So, aber da reingehen wir nicht ohne Eimer. Deswegen würde ich sagen... Wir resetten einfach direkt das Universum und all of his co-workers were gone. What could it mean? Gehen jetzt den rechten Weg lang wieder zu dem Lagerraum, dem großen. Da war ja da im Meetingraum auch irgendwie ein Plan, wie man in dem Lagerraum nach unten kommt, ohne zu sterben. Also vielleicht ist da die Statue. Mal gucken. So, hier waren noch viele Boxen. Stanley was so bad at following directions. It's incredible he wasn't fired years ago. Ja, du mich auch. So, hier ist ein Raum mit vielen... Ach, guck mal. Die Rampe hier ist, glaube ich, neu und da hinten ist er auch. Ah ja, das ist alles neu. Ganz schön gefährlich, hier hinzukommen, aber Stanley, Nummer 5 von 6 und den letzten wissen wir, wo er ist. Der ist, wenn wir da oben reinfahren. Ne, wenn wir da reingehen. Da hinten müsste er sein. You're getting close now, Stanley. Oh. You've nearly gotten all of the Figler and the Marines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number. And that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now, we have them all.
You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Das ist eigentlich schon schlimm mit Videospielen und Sammelfiguren. Aber ich liebe das halt wirklich, so alles immer zu sammeln in dem Spiel. Es gibt auch Spiele, wo ich einfach sehe, dass es zu anstrengend ist, alles zu machen, und dann lasse ich's. Besonders MMO-Spieler unter euch kennen das, weil versuch mal in einem MMO alle Achievements zu machen, du wirst wahnsinnig. Aber wenn es so ein Singleplayer-Spiel ist, was so ein bisschen Open World ist, aber dann nur so 20 Stunden lang ist oder so, dann noch alles danach zu sammeln, das ist chillig. Wenn es ein zu großes Open World ist, wo schon die Story 100 Stunden dauert, nee, danke. Das ist mir auch manchmal zu viel. Kommt immer drauf an. Und es kommt immer drauf an, bevor ich hier kurz weiterlaufe, ich will ja auch wissen, was da hinter mir in dem Lüftungsschacht ist und wo ich rauskomme, wie viele Hinweise das Spiel einem gibt. Weil manchmal sagt einem das Spiel dann so, oder man kriegt so extra, also zum Beispiel Hollow Knight, da kann man ja so ganz viele Karten kaufen oder findet eigentlich für alle Collectibles irgendeinen Gegenstand, der dir dann sagt auf der Karte, wo die sind, früher oder später. Ungefähr. Und dadurch kann man die ja gut suchen. Aber es gibt auch Metroidvanias, da gibt es irgendwie versteckte geheime Räume und du hast keinen Hinweis, wo die sind. Das finde ich immer dämlich, dann alles zu suchen. Suche ich mir manchmal dann online auch eine Karte für raus natürlich und so. Gibt es ja dann manchmal. Aber ja, hüpfen wir mal hier runter. Was liegt da? Ich zoome mal für euch ran, aber es ist nicht New Marker irgendwas. Es ist sehr klein für mich. So rangezoomt kann man es immer lesen, im Schnitt auch, aber sonst nicht. Ganz viele merkwürdige Zettel. Beware of Referee of Pain. Help, help, the striped shirt savage is tearing my arm. Au. Ja, genau dafür ist diese Zeichnung Stanley da. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path, that it seemed the office had begun from so far off the beaten path. That it seemed the office had begun from so far off the beaten path. That it seemed the office had begun from so far off the beaten path. That it seemed the office had begun from so far off the beaten path. That it seemed the office had begun from so far off the beaten path. Narrator Dialog. Seine Stimme. That it seemed the office had begun from so far off the beaten path. Oh, wir können Stopp drücken. Oh. Wir haben den Narrator ausgemacht. You didn't think I was actually just a recording, oh. Did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Ja, hör auf, mich wegzudissen. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Sorry. Hallo? Wow, ich wollte noch gucken, ob ich hier aus dem Raum klettern kann. Ja, kurzes neues Ending. Aber ich weiß, wo ich hin will. All of his co-workers were gone. What could it mean? So, und jetzt gehen wir da rechts rein. So. Hier muss die Stadt. Da, ich hab sie. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Das können wir jetzt machen, aber hier, da ist er. Gefunden. And there it is. The last Stiggly Wiggly. Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all. But that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Ehrlich gesagt, einfach zu wissen, dass ich alle hab, macht mich schon zufrieden. Das reicht mir. So, ja, gehen wir mal durch die rote Tür. Gucken wir mal, was werden wir uns jetzt mit ihm vertragen. Oh, thank God, you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? Ja. I wanted to stop. Okay, Pause. We would both be so much happier if we just stopped. Ich hab gestoppt. And I think, well, I think I have a solution. Erzähl mir. Let me show you. Oh, eine Tür.
Fall ich da runter? Oh, gehen wir mal ins Schwarze einfach. What do we want? What are we looking for? Weltall? Space? Was sieht echt aus, irgendwie so ein Space-Raum. Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Ja, schon trippy. Ich fühle mich nicht so happy, es ist schon ein bisschen unheimlich mit den ganzen Farben, die hier rumfliegen. Warum sind hier so viele verschiedene Farben? Nein, ist alles blau, aber... Ja, okay, dann, wenn der Narrator happy ist, dann genießen wir einfach mal das bunte Spektakel hier. Observatorien sind cool. Bester Raum im Museum immer. Obwohl, bei Museen sind auch immer diese kleinen Schaukästen, wo man so Knöpfe drücken kann und dann bewegt sich irgendwas. Highlight des Museums für mich immer. Ich glaube, als Kind ist man echt nicht so interessiert an einem Museum. Boah, wenn das jetzt orange wäre, sähe das aus wie dieses erste Foto von einem schwarzen Loch oder sowas, was da mal vor einer Weile gepostet wurde. Ich glaube, das geht einfach unendlich weiter, bis wir wieder rausgehen, ne? Dann gehen wir einfach mal. Genug Spaß gehabt. Oh, was ist denn? No, wait. Where are you going? Okay, geh halt wieder rein. Right. Where were we? Ja. Jetzt geh wieder raus. Okay, jetzt sagt er nichts mehr. Ah, cool, dass es wenigstens eine Interaktion gab. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. Ich will den nicht so sad machen. Okay, ich gehe wieder runter. Aber mal um zu gucken. Oh, guck mal. Oh, das ist ein Indie-Spiel. Oh, wie heißt es? Das ist so ein Zelda-like. Mit diesem kleinen Mädchen. Das ist die Zelda-Figur und das hat so einen fliegenden, genervten Hund dabei. Boah, den Namen weiß ich gar nicht mehr davon. Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Nö, ich gehe wieder zur Treppe. No. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. Okay, gehe ich halt wieder rein. You are going to stay here, aren't you? Wie oft macht er das noch mit? Okay, jetzt sagt er gar nichts. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Okay, ich will nicht sterben, du hast recht. Ich muss doch wieder zurücklaufen. Okay, jetzt sagt er nicht mal mehr hier in dem Raum was. Okay, Zeit für die Treppen. Ja, schön, dass es doch noch so viele Interaktionen gab. Hätte gedacht, er hört früher auf, was zu sagen. Alle, hopp! No! Oh, thank God, you lived. You had me worried there for a moment. Ein bisschen langsamer. Now, can we please get back to the other room? Okay, gehen wir wieder rein. There, see? This is what you want. This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. Ihr dürft mir übrigens gerne mal jetzt in die Kommentare was schreiben, was den Eimer betrifft. Muss ich wirklich alles mit dem Eimer machen? Nochmal? Lohnt sich das? Fühlt sich nämlich schon ein bisschen... Stanley, go back. There's nothing good that can come from this. Doch, doch. Fühlt sich nämlich schon so ein bisschen tedious an, mit dem Eimer jetzt nochmal alles abzulaufen. Wenn er bei jedem Mal nur den Eimer erwähnt, dann cutte ich an die Enden oder so. What are you doing? Do you just not believe me? What can I say to convince you? Und alle hoppa! Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Ja, einmal nochmal reingucken. Ich werde halt immer langsamer, ist halt auch ätzend. Yes. Perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. Ja, Farben. I know you'll see. You'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? Boah, wenn ich von dem Spiel eine deutsche... Perhaps not. Nee, ich kann es leider nicht verstehen. Wenn es von dem Spiel eine deutsche Version geben würde, hätte ich gern den Game 2 Erzähler. Der wird es bestimmt auch gut rüberbringen. Ingo Mess heißt er, genau. Der Ingo. Im M2-Beiträge, wo er immer erzählt, ist auch super. Is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it?
You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Scheinbar, es tut mir leid. Mehr kann ich nicht machen. Ich brauche Interaktion. Es kickt mein Dopamin. Ja, sag irgendwas, wenn ich da runterhüpfe. Und hui. Well, maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Komplett gebrochen, der Junge. Do you actually want to stay alive? Or are you just teasing me? Zweiter Teil. I wanted us to be happy here, Stanley. I really did. I wish I still thought that was possible. Ich muss noch mal die Treppen hoch. Sie rufen mich. Zombie, spring von mir. Los, Zombie. So, gleich sind wir wieder oben. Seid froh, dass ich hier schneiden kann. Und alle hoppa. Is it over? Ja. It's going to restart, isn't it? I'm going back. All his co-workers were gone. What could it mean? Hallo? Oh. Ja. Da ist aber nur eine Tafel da. Allein weil die Luftballons nicht da sind, ist schon wieder irgendwas das. Sagst du zu der Tür was? Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Interessant, dass er das sagt. Okay, aber da die anderen Türen hier ähnlich sind und das brauche ich ja nicht wiederholen. Aber cool, dass man es wiederholen kann. Ja, hallo? Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figlers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Nochmal die Memory Zone, okay? Lange nicht mehr. 2 Folgen oder so. Lange. Okay, einfach wieder mal in die Memory Zone. Now remembering the Stanley, when Stanley found the collectibles. Oh, mein Lieblingsmoment, als ich die Collectibles gesammelt habe. Oh, meine Güte. So viel passiert. Hallo? Okay, ja, wir kennen ja hier vieles. Da fehlt irgendwie was. Ein Award? Ja. Wo sind... Ach, da. Here's where it all began. The first collectible. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Was ist da drüben? Hallo? Ach, hier ist dann die zweite. Ja, okay, warte, ich bin nicht Collector. Ich kann nicht. Oh, ich bin schon weg, war der erste schon vorbei. Passiert, sammeln wir die zweite halt scheinbar. And here was a second Stanlerine. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Stanley. I'll be honest. Back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Kann ich ihn nochmal sammeln? 7 von 6. Oh, ich hätte 12 haben können, aber ich habe die erste nicht aufgehoben. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? Ja klar, der hier. Dahinter auf der rechten Seite. Mein Gedächtnis ist strong. That's exactly right. It was here behind the boss's office. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Oh, ich hätte halt 12 haben können, jetzt... Let's see, what came next? Das stimmt nicht. Oh yes, we found a figly in this pink room. Oh well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened.
Okay, Nummer 9. Komm her. Cooler pinker Raum. Ach, damals. Das müsste es jetzt mit den Boxen sein? Ja. This was the fifth mini-stand, and this one was really something special. It was in the warehouse. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Jawohl. Enjoy. Jawohl. Mit dem Microsoft-Programm geschnitten. Was ist da drüben? Es leuchtet. Boah, insane. Es ist Mini-Stand Nummer 5. Ja, High Five. Ich liebe das Spiel. Was ist in der Nähe vom Cargo-Lift gefunden? Danke fürs Zusehen. Credits. Ja, der Erzähler hat alles gemacht. Best Boy, the narrator. Staring Stanley. Oh. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Ich fühle mich belohnt. So. Was haben wir noch Schönes? Da ist abgesperrt? Ja. Cool. Ah, da habe ich die letzte gefunden. Nee, war es die letzte? And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Ja, die führen jetzt zum selben Ort. Ist ja egal, welche Tür wir nehmen. Oh, guck mal. Meine Perspektive ist auf dem Fernseher. You are depressed. Ich bin das Geschenk. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, Memory Zone. Oh, okay. Wenigstens kurzen coolen Raum gesehen. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the Memory Zone again from the opposite direction. Let's see go. How that feels. Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the Memory Zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Okay, wir können also noch mehr Figuren sammeln. Let's go. Aber diesmal nehme ich alle mit, die ich sehe. Ach, wir hätten halt 12 haben können. Ich bin immer noch... Also wir haben jetzt 12, aber ich weiß innerlich, dass ich eine verpasst habe. And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Ja. Danke für die Hyperspeed-Version. Yes, I love that video. Ich auch. Ich liebe das Video auch. Es ist alles so durch. Und der pinke Raum. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Ja. Oben ist so eine kleine Box. Hier sind Türen, aber ich bezweifle, dass irgendwas hier geht. Ja, ich kann nicht mal auf die Box drauflaufen. Oh ja, das Büro, die Bürostatue. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have neutered the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Ich habe hier auch gar nicht mitbekommen, dass ich hier die ganze Zeit eigentlich extra Figuren sammle. Kann ich jetzt... Sekunde. Die unter den Treppen wurde mit dem pinken Raum einfach ausgetauscht. Ja, warum auch immer. Dann gehen wir wieder zurück ins Badezimmer. Da habe ich ja noch eine zu sammeln. Hallo? This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going.
Okay. Ja, ich will ihn immer nur ausreden lassen. Weil manchmal unterbricht man ihn ja, wenn man so ein bisschen durchsprintet. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the Figlarines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Die Szenerie war halt echt cool hier. Gehen wir jetzt noch weiter zurück? Ja, jetzt bin ich auch gleich wieder im Büro. Ah, oder wieder hier. Huch, aber nicht richtig hier. Collectibles. Oh, ich sammle den Großen auf. So, auch eine Figur. Okay, schade, scheinbar nicht. Oh, da ist der Sprungkreis wieder. Man kann jetzt hier reingehen. Ein abgesperrter Bereich. Okay. Ja, da sind immer noch null Sprünge. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then. But time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memories. Es gab scheinbar, es wurde mir geschrieben, eine Elden Ring Referenz in dieser Version. Aber dafür hätte ich mir einen Sprung aufheben müssen am Anfang. Irgendwann gucke ich es mir nochmal an und dann kann ich ja darauf reacten. Dafür sind wieder. Apropos React, in den nächsten Tagen auf Twitch, irgendwann, Anfang Juni, sind wieder diese ganzen. Also E3 ist es ja nicht, weil die gibt's ja nicht mehr. Aber es gibt diese ganzen Pressekonferenzen zu den ganzen Videospielen, die neu rauskommen. Von PlayStation gibt's eins, wo sie auch hier PlayStation VR 2 zeigen, was ich mir holen will und so weiter. Und von Xbox und von den ganzen Firmen halt so die Präsentation, welche Spiele als nächstes kommen. Die gucke ich mir alle auf Twitch an. Wenn ich es hier sage, muss ich es ja machen. Genau. Ich habe hier bestimmt eingeblendet, wann die Präsentationen sind und so. Und dann könnt ihr da vielleicht vorbeigucken, wenn ihr wollt. Oder auch nicht, mir egal. Aber ich wollte sagen, dass ich mir das angucke. Und da gönne ich mir meine Gaming-News. Weil ich habe da immer Spaß dran, diese Präsentationen zu gucken. Und ich weiß nicht, ob ich die auf YouTube lade wegen Copyright und so. Und jetzt Figuren, weiter. Oh yes, the two doors. Oh ja, Twinkie-Pix-Moment. Classic memory, this one. Oh, so ein Stanley-Moment. Hashtag. Und mein Zimmer. And before everything else, there was your office. Und die Tastatur. Is there anything else? Was there something that came before your office? Das Intro. There's something I feel I can remember. I can remember. I can remember. Okay, meine Geburt. Yes, I'm remembering something now. Oh. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy and I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions, he would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes. I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay. Here we go. This is the story of a man named Stanley. Hallo, spielen wir gerade Stanley durch? Ich glaube, wir spielen gerade Stanley durch. Eine finale Story. Scheiß drauf, wie lang das Video wird. Let's go. All of his co-workers were gone. What could it mean? Wie spielt auch scheißegal ist, dass ich gerade 17 Figuren gesammelt habe. Ich nehme einen Eimer mit. Stanley picked up the bucket and smiled. Ja, der neue Content war halt auch sehr verlockend. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Okay, ja, machen wir.
Der Meeting Room könnte jetzt wieder anders sein, weil wir alle Figuren haben. Oder er ist wieder normal. Still no one was here. Ich weiß nicht, ob das Spiel weitergeht. Also es wirkt alles sehr normal coming bisher. To a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Also es ist bisher nichts anders. Ich fahre jetzt wieder mit dem Fahrstuhl wieder hoch oder so. Machen wir das. Oh, ich dachte, jetzt kommt noch so eine coole Endstory. Und dann kriegen wir so richtige Credits. Bisher ist halt alles so normal. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. So, jetzt fahren wir mal hoch. Tschüss. Wait, Stanley said to the bucket. Can we go back up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. The bucket said nothing. Okay, also im Büro die Nummer 3 drücken wollen wir. Dämlich. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button. He took the bucket over to the keypad and began absolutely slamming on the number 3 over and over and over. Well, he said, the number 3 is such a special button, I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt such a connection with the bucket. How was this not as exciting to the bucket as it was to him? Hallo Eimer, bitte. Once Stanley had had enough of the number 3, he got back in the elevator. Noch einmal. Okay, ich hab genug. Ich fühle mich irgendwie verarscht von dir, Eimer. Aber noch mal runter und noch mal hoch. Perhaps the bucket had missed something. Perhaps it had not seen how much joy Stanley got from slamming the number 3 repeatedly. Auf nach oben. No, 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 said Stanley to the bucket. You can't go on yet. Not till you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel. He smiled at the bucket, and the bucket said nothing. Ich fühle mich ignoriert von dem Eimer, aber ich zeig dir, wie cool die Nummer 3 ist. Die drückt die Nummer 3 so fest, der Eimer, das glaubst du nicht. Du wirst erstaunt sein. Wie viel die Nummer 3 wird dir viel bedeuten. Here we go, said Stanley. This time I'll really show you. He ran to the number 3 and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, weaving a concerto of truth and passion. He wielded the number 3 like a fine artist would wield a paintbrush. He told stories through the number 3, stories of his dreams and hopes and fears. And the whole time, he looked to his bucket for a reaction of some kind. Anything to let him know that the bucket appreciated what he was doing. The bucket conveyed absolutely nothing at all. Only silence. Crushed by a wave of dejection, Stanley returned to the elevator. Der Eimer versteht mich einfach nicht mehr. Ich dachte, er ist dafür da, dass er mich komfortet. Stanley and the bucket were so close. They'd always been there for one another. Why suddenly could the bucket not connect with this passion of Stanley's? The question caused Stanley to ruminate the whole way down the elevator. He knew that there must be a way to get through to the bucket, to communicate fully with his dear friend. Surely there was a solution, mustn't there be? Was machen wir hier gerade? Ich weiß es nicht. Auf nach oben. Said Stanley. I know what to do. I know how to fully express this feeling in my heart. He decided right then and there that he would hold a press conference where he would speak to the public on all matters relating to pressing the number 3 over and over. He would elaborate fully on what the number 3 meant to him and why he felt so alive when pressing it. Then the bucket would be able to see his joy through the eyes of others. It would get to see the world react to this discovery of Stanley's. And it would be through the public eye that the bucket would finally understand Stanley's work.
Zeit, eine Pressekonferenz zu halten. For months he advertised and marketed his press conference, building excitement around it, developing and rehearsing it, until it couldn't be refined a single measure further. When the big day arrived, Stanley was as prepared as he'd ever been for anything in his life. Ich liebe diese Poster, irgendwelche Stockfotos mit irgendwelchen Überschriften. Ah, Zeit, eine Rede zu halten. Es gibt halt einfach so viele Gründe, die Nummer 3 zu mögen. Stanley Parable Stanley, tonight live on stage. The world's first sentient machine. Doing great. A conversation with Alexander the Great. To stage. 3-3-3-3-3. Oh, was wäre mit Stanley Parable 3? Oh. This was it. One last chance to win the bucket over. One opportunity to share a true connection with a loved one. Einfach irgendein Buch über die 3 geschrieben. The Storytelling. Ist das ein neues Eimer-Ending oder gab es es auch ohne den Eimer? Ich weiß es halt nicht, ne? Ich habe aber nur den Eimer dabei. Aber Get Down Again. Stanley Story. Ja, das haben wir beim Fahrstuhl gemacht. The Dude Who Came Up With Pizza. Oh, was ein guter Mann. Gut, dass die ja auch alle ihre Vorführungen gehalten haben. Ich bin mal sicher, dass das hier ein sehr bekannter Ort ist. Okay. There was no one here. Oh. Nobody had come to the press conference to hear Stanley speak. To listen to him talk about what it really means to press the number 3 on a keypad over and over. He was unloved. Hallo? Uninteresting. He was a failure. And in that moment, Stanley knew that the bucket would never again take him seriously. There would be no connection, no deeper understanding. The bucket merely sat there in his arms, indifferent. And so it began that slowly, over many years, the two of them grew more and more distant. They spoke less and less, neither wishing to state the obvious, that any sense of real respect between them had eroded since that day at the press conference. There would be no more games, no more long conversations about passion and pursuit, only a silence that consumed the space between friends. Ach, Amy. And Stanley, having for once in his life discovered the warmth and comfort of true companionship, was cast back into the unremarkable normalcy of loneliness. Kommt vielleicht doch noch jemand? Oh, da war noch irgendwas hinter mir. Ich habe mich nie umgedreht. Aber wahrscheinlich auch nur so ein Riesenposter für Nummer 3. Das gucken wir noch an, bevor es wieder weg ist. Warum liegen hier so viele Zettel? All of his coworkers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Das ist einfach so ein random Event. Das hier liegen 2 Millionen Zettel-Event. Hier enden die Zettel. Es ist einfach so das Einzige, was neu ist bei diesem Anfang, dass hier zufällig mal 2 Millionen Zettel auf dem Boden liegen. Ich denke halt, ohne den Eimer wird es exakt dasselbe Ending sein, außer dass der Eimer halt nicht erwähnt wird. Mit dem Speak over über die Nummer 3. Telefon läutet. Hallo? Message scheduled either by you or person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you and have a pleasant day. Ja, danke. Also kann ich immer wieder resetten, falls ich mal dieses Wuff-Ending nochmal angucken will mit dem blauen Büro. Ich habe das blaue Büro wieder. Ich habe einfach ein paar Mal neu gestartet. All of his coworkers ist auf unser Eimer. Gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, Whiteboard-Ending. Ach, und dann ist hier wieder normal. Okay, es ist echt nur dieser Raum, der anders ist. Der Starterraum. Ich glaube, jetzt bin ich so auf Hints angewiesen, falls es noch irgendwelche coolen Sachen gibt, oder nicht? Weil alles mit dem Eimer ablaufen, nur damit der Eimer in den Dialogen erwähnt wird, weiß ich ja nicht, ob das der Content ist, den ich im Leben haben will.
Ich habe aber irgendwie so gehofft, dass es jetzt so ein Final Ending gibt, weil das so schön meinte. Noch eine finale Geschichte, aber jetzt geht's hier einfach nochmal weiter. Sad. Ja, vielleicht habe ich auch aber irgendwas nicht verpeilt. Vielleicht, welchen Eimer aufgehoben habe oder so. Ja, ich beende mal. Ah, guck mal, da ist es. Ja, dann würde ich meinen, hallo Epilog. Was passiert jetzt? Epilog. Dass du überhaupt einen hat, freut mich ultra. Viele, viele Jahre später. Stanley war alt. Na gut, es geht eigentlich um den Erzähler, ja, ne? Oh, wir sind wieder in der Wüste. Ist wir doch nicht vorbei? Es sind echt viele Jahre, wir waren da eine Million Jahre in der Zukunft. Was ist in all der Zeit passiert? Vielleicht finden wir den Erzähler nochmal. Und er erzählt uns von den Abenteuern, die ihm passiert sind. Oder es ist einfach... Oh, kleines Lagerfeuer mit einem Stuhl. Schön. Wir sind auf Reise. Weiß nicht, wo wir den Bürostuhl her haben. Na gemütlich, genießen wir die Szenerie. Ich muss echt mal gucken, was es noch alles gibt, ob sich überhaupt noch eine Folge lohnt, dann. Ja, Stürme mit Stühlen. Aber schön, dass die Büroutensilien aber scheinbar überlebt haben. Da sind noch mehr Stühle. Da will ich hin. Wieder mal ultra laut die Musik, aber... Schnittzombie hat euch. Nacht. Boah, eine Nacht in der Wüste muss ja immer richtig kalt sein, ne? Haben halt einfach hier eine unendliche Plattform. Und der Sonnenaufgang. Da laufe ich hin. Sonne, leite mich. Bitte zurück zum Büro. Ich will doch nur den Erzähler zurück. Das Erinnerungshaus! Jo, nach ein paar Tagen Wandern haben wir die Memory Zone gefunden. Ja, bitte. Gib mir noch einmal die schönen Erinnerungen, die wir hatten. Ein letztes Mal. Auch wenn ich noch gar nicht wahrscheinlich alles gesehen habe im Spiel. Aber egal. Stanley Parable 2. Parable. Nein, nicht Parable. Parable. Haha. Selbst ein ganzes Spiel lang habe ich gebraucht, um den Namen zu lernen. Was eine Memory. Aber hier hängt auch nicht mehr so viel. Hallo? Ist hier irgendwo noch die beste aller Erinnerungen? Eine kleine Tafel. Rezension von Stanley Parable 2. Verfasst am 27. April von Cookie 9. Wie vielen anderen hat mir das originale Stanley Parable viel Spaß gemacht, was unterstreicht, wie sehr mich die Fortsetzung enttäuscht. Wo das erste Spiel von Originalität nur so strotzte, ist Stanley Parable 2 öde und inspiriert und eine Beleidigung für alle Fans. Anstatt das auszubauen, was das erste Spiel unterhaltsam gemacht hat, schwenkt die Fortsetzung in Bereiche ab, nach denen keiner gefragt hat. Ein unendlich tiefes Loch? Wen juckt's? Wo sind die neuen Enden? Was ist mit dem unterhaltsamen Features von Stanley Parable 1 und der Abenteuerlinie? Stattdessen bekommen wir nur wie eine uninspirierte Nebenaufgabe Figuren sammeln. Sammeln, okay. Selbst dieser Zeitvertreib fühlt sich unvollständig an. Wenn man alle Figuren sammelt, bekommt man gar nichts. Ja, kann aber leider nicht scrollen. Cat Dog Born. Scientists confirm hybrid species. Jawohl, endlich Hundekatzen. Kein Grund mehr für Krieg. Stanley Parable Entwickler. Keine weiteren Spin-Offs, keine weiteren Fortsetzungen. Jim? Jim. Oh. Jim. 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 Die Jim-Knöpfe, die gibt's noch. Aus dem Real Web, dem echten Web, dann weiß man, dass es real ist. Stanley Parable Entwickler, keine weiteren Spin-Offs, keine weiteren Fortsetzungen. Als das Stanley Parable 2013 mit großem Erfolg auf den Markt kam, planten die Macher ein ganzes Franchise daraus zu machen. Aber wie in der heutigen Pressemitteilung erläutert wurde, haben die katastrophalen Verkäufe und schlechten Kritiken von Stanley Parable 2 die Entwickler dazu veranlasst, ihre Ambitionen neu zu überdenken. Es ist offensichtlich, dass die Fans nicht noch mehr von der Stanley Parable wollen, heißt es in der Pressemitteilung. Wir dachten, dass unsere Version der Serie bei den Spielern Begeisterung auslösen würde, doch es hat sich herausgestellt, dass das bei weitem nicht der Fall ist.
Weiterhin wird in der Pressemitteilung das Versprechen gegeben, die künstlerische Integrität des Originalspiels zu wahren und die Fans nicht weiter mit unseren waghalsigen und beleidigenden kreativen Visionen zu belästigen. Das Wort Entschuldigung taucht in der Pressemitteilung über 25 Mal auf. Wir sind also in der Zukunft gelandet, wo das Spiel nicht sonderlich beliebt war. Doch. Also was ich gelesen habe zu Stanley Parable 2 war nice. Oh, ich find schon, wie hier überall Gym-Knöpfe sind. Sind da noch mehr Stanleys zum Collecten? Oh mein Gott, ja. Ja, gib sie mir alle. Endlich. Nummer 18, 19, 20. Ja. 25 Stanleys, aber ich hätte 26 haben können. Und dieser Gedanke wird mich nie loslassen. Oh, das Büro. Scheinbar unten in der Wüste. Wo sonst? Thank you for enjoying the new content. Mal wieder. Schild kennen wir ja sogar noch. Hier ist sogar so ein bisschen Sand reingefallen. Wer ist hier hinter dem Dunklen? Ist da mein Schreibtisch? Oh, ich kann mich einfach hinsetzen und meine Zahlen wieder tippen. Okay, wir gehen sehr weit. Hallo nochmal. Du, schön dich zu sehen. Oh, hallo Intro-Screen-Typ. Aber wie schrecklich zu erfahren, dass es nie wieder ein Stanley Parable-Spiel geben wird. Hast du gelesen, was die Entwickler gesagt haben? Die Integrität der Serie war so ein Quatsch. Ja, das Stanley Parable ist nicht heilig. Wir müssen es nicht schützen. Zum Teufel mit dem Vermächtnis. Machen wir weiter, das Stanley Parable-Spiele, bis die Sonne explodiert. Fahren wir die Serie voll gegen die Wand, ziehen wir sie durch den Dreck hin und her. Und wenn die Leute es hassen, wen juckt's? Schau, das war das Problem des Erzählers. Er war besessen davon, was andere über seine Arbeit dachten. Mach nicht denselben Fehler. Klammere dich nicht ans Vermächtnis. Lass es brennen. Es ist nicht schwer. Hier, ich zeige es dir. Zusammen machen wir The Stanley Parable 3. Es ist ganz leicht. Wir müssen nur die Zahl auf dem Titelbildschirm ändern. Und wir brauchen einen richtig dämlichen Untertitel fürs Spiel. Irgendwas Lautes und Protziges. Na los, kombiniere irgendwelche zufälligen Wörter zu einem neuen Titel für unser Spiel. Stanley Parable 3. Achso, links und rechts zusammen auswählen. Okay, ich verstehe. Zerstörung der Kopiermaschine. Stanley Parable 3. Bestätigen. The Stanley Parable 3. Zerstörung der Kopiermaschine. Es ist absurd. Ich liebe es. Immer wenn du das Spiel neu startest, erhöhen wir die Zahl der Fortsetzungen um 1 und dann wählen wir einen neuen Untertitel. So wird Stanley Parable niemals enden. Und im Spiel selbst ändert sich auch nichts, wenn du das machst. Neue Inhalte hinzufügen hört sich nach Arbeit an. Das ist nicht nötig. Es werden einfach immer dieselben Inhalte sein, immer wieder neu verwertet, mit einem neuen Titelbildschirm. Was meinst du? Sollen wir mit dem Plan weitermachen? Mir gefällt er. Aber ich will, dass du auch mitredest. Let's go. Gut, dann ist es entschieden. Eine neue Fortsetzung, immer wenn du das Spiel startest. Und weißt du was? Weil du an meine Idee glaubst, will ich dir auch etwas geben. Weißt du, mir ist aufgefallen, dass der Erzähler nie einen Weg gefunden hat, dir den kaputten Erfolg zu verleihen, stimmt's? Natürlich nicht. Ich hätte auch nicht erwartet, dass er wüsste, wie. Das hat mich die ganze Zeit geärgert. Bringen wir es in Ordnung. So, das war's. Die Erfolgmaschine ist repariert. Siehst du? Ich bin auf deiner Seite. Wir sitzen im selben Boot. Wir werden diese Räder in Bewegung halten. Ich hab's aber noch nicht bekommen. Das Stanley Parable kann nicht enden. Es kann sich nur für spiralförmig in sich selbst hineindrehen. Endlos. Ich muss das Rad am Laufen halten. Ich bin bereit. Bist du bereit? Toll. Wir müssen nur noch eine letzte Sache machen. Bitte gib die aktuelle Zeit an. Oh, süß. Es ist gerade 2.42 Uhr. Nie dran gedacht, dass ich gedrückt halten kann. Bitte passe den Regler so an, dass der Computer gerade noch sichtbar ist. Vielen Dank. Viel Spaß mit The Stanley Parable. Du spielst The Stanley Parable 3. Die Zerstörung der Kopiemaschine. Hallo, Auto? Der Epilog ist auch immer noch da. Spielbeginn. Ich guck mal kurz hier im Intro. This is a story of a man named Stanley. Weil das Logo kommt zwischendurch einmal vor. And then one day something very peculiar happened. Ja, steht da. Something that would forever change. Jawohl, Zerstörung der Kopiermaschine. Skip. Mehr wollte ich nicht sehen. Ach, da sind wir wieder. All of his coworkers were gone. What could it mean? Ja. Okay. Der Rest ist immer noch wie bei der Version 2. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, steigt die Zahl um 1. Okay. Es gibt noch Sachen, die ich lösen muss, wie zum Beispiel mit den Computerbildschirmen, die man öfter anklicken kann. New Content Tür ist offen. Return to Stanley Parable 2 Expo Hall. Ohne Dialog? Oder... You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable.
and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. Okay, ich kann hier wieder hingehen und er erzählt es wieder. Warte mal. Aber was ist, wenn ich den Eimer mitnehme? Das geht nämlich. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ja, ne? Das kann eigentlich kein neuer Content sein, weil den Eimer dürfte ich gar nicht haben an der Stelle. Jetzt gehen wir nämlich zu der Stanley 2 Expo, während wir den Eimer schon dabei haben. Hello and thank you for playing the Stanley Parable. Oh ne, warte, jetzt sind wir hier wieder. Also wenn ich den Eimer mitnehme, kriege ich die erste Version des neuen Contents und ohne Eimer kriege ich die zweite Version. Ist das die Idee? Ich weiß es nicht. Wait, Stanley. I've just now realized. That bucket you're holding, it's the bucket I've been working on for my sequel. How did you get your hands on it? Isn't this the preview to the sequel? How do you have the bucket already? This makes no sense at all. Ja. Was machst du jetzt? Bist du verwirrt? Hold on. Did I already show you my ideas for the sequel? Oh, ich bin so froh. I don't remember doing that at all. You're seeing things all out of order. Jawohl, richtig cool. Ich habe gehofft, dass es eine Interaktion gibt. The infinite hole, the giant door, did you see them already? Ja. Stanley, none of them are ready yet. I'm still developing them. They're not even close to finished. How did they look when you saw them? Were they captivating? Were they exciting? Nee. Did they fulfill on the promise of everything that a sequel to Stanley Parable could possibly be? Hätte mehr sein können. Have I figured out how the hell to make a sequel to this game? Nee, hätte mehr sein können. Aber mal schauen, was jetzt passiert. Yeah. Wait, if you're still carrying the bucket around with you, if the bucket is interesting to you, that means I must have made it correctly. Yes, you carrying the bucket with you everywhere is exactly what I set out to accomplish. The bucket is the exciting and captivating new content that I promised. I did it! I win! I made a sequel to the Stanley Parable! Yes, the sign is correct. Thank you for enjoying the new content. Thank you for taking the bucket everywhere with you. Clinging tightly to the bucket, never letting it go. It means I've won. It means I am victorious over the gamers. It is a sweet salve of victory on my soul. Thank you for enjoying the new content. The bucket is the Stanley Parable now. They are one and the same. There is no Stanley Parable without the bucket. I win, 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 I win. Sehr schön. Und jetzt? Ah. Das war das Ending für den Bucket. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Ist das jetzt einfach nur ein Zufallsevent? Oder warum sagt ihr was Neues? Where are we going today, the Bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfectly fine with him. Er klingt so fröhlich, der Erzähler. Ah, es ist hier die Stanley 2 Expo Hall mit dem Eimer. Okay, cool, noch mehr Content. Let's go. Auf nach oben. Okay, hier ist bisher wieder alles gleich. Oh, aber er hat doch gesagt, dass die Achievement-Maschine funktioniert. Auch wenn alles hier gerade gleich ist. Dann müsste die ja jetzt hier funktionieren. Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Ja, es hat funktioniert. Testerrungenschaft, bitte ignorieren. Ich hab's bekommen. As you can see, the machine is not working yet, since... What? Wait. What in the holy hell is going on? Untertitel aber komplett falsch. Achievement? Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Who fixed it? Is someone here? Are we being watched? Oh, God. Composure? Composure. Yes, as you can see, the machine is working as normal, as I intended. It truly speaks to the awe-inspiring magic of the Stanley Parable 2. Breathe. Just breathe. Okay, ich glaube, es macht mir jetzt ein bisschen wahnsinnig, dass die Maschine funktioniert hat. Ah, cool, wir haben das Achievement geholt. Es hat geklappt. Ist jetzt sonst hier irgendwas anders? What else? What other exhibits haven't we seen yet? Okay, er tut so, als wäre noch nichts gewesen. Was ist, wenn ich jetzt hier reingehe und einen Stanley collecte und dann irgendwie 25 habe? 26? Out of order. I've already been here. Ah. Oh.
Was ist, wenn ich zum Eimer gehe, während ich einen Eimer hab? Wait, there are two buckets here. How did you get a second bucket? Oh no, the warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With two buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? Oh, Gottes Willen. Stanley! Oh, thank God. Die Eimer sind geplatzt. Stanley, the power of two buckets was too much. I had to destroy both of them. I know how much the bucket meant to you. But I couldn't take the risk. Nein! I hope one day you can forgive me. Niemals. Er hat einfach die Eimer zerstört. Bro. Mein bester Freund einfach kaputt. Jetzt gehe ich einfach. Alle Freude ist weg. Oh, das endet jetzt mit der Wüste wieder, ne? Ich glaube nicht, dass hier noch was Neues ist. Bin ich da schon runtergefahren? Nee. Es fehlt noch. Hoch. Und fahre ich? Entspannte Musik. Genießen wir die Fahrt. Die Fahrt ist echt lang. Aber ich möchte ja auch nach oben. Ja, ich bin schon so eine gute Minute im Fahrstuhl. Und bei euch so? Vielleicht sollte ich mal den Knopf drücken. Ah, wo bin ich denn hier angekommen? Okay. Ich habe das Gefühl, der Fahrstuhl funktioniert gar nicht. Okay, cooler Fahrstuhl. Das hat sich gelohnt. Warum ist hier ein anderer Text auf der Toilette? Vielleicht stand da jedes Mal anderer Text und ist mir noch nie aufgefallen. Huch, nochmal ein komplett neuer Gang. Der Narrator sagt einfach mal wieder gar nichts. Ah, hier sind direkt die Türen. Das ist ein cooler Gang. Hat er nichts Besonderes? Der andere hat wenigstens ein eigenes Ending gehabt. Nö. Nur den Eimer jedes Mal. A good bucket. Ja, okay. Wir hatten einen Epilog. Wir haben Stanley Parable 3. Glaube ich. Genau. Zerstörung der Kopiemaschine. Wir haben theoretisch nochmal den Epilog-Knopf. Ich starte mal das Spiel nochmal neu. Ah ja, guck mal. Jetzt muss ich nochmal neu auswählen. Stanley Parable 4. Rückkehr der Babys. Bestätigen. Oh mein Gott, ist das düster einfach. Stanley überlegte, ob alles überhaupt noch Sinn macht. Epilog? Kann man nur noch mal reingehen? Yep. Stanley Parable 5. Gegrillte Banane. Stanleys winzige Banane. Ja. Let's go. Gegrillte Banane ist auch cool. Ist schon verrückt. Haben wir noch irgendwas Interessantes hier? Speicherte Daten löschen. Man kann auch wieder das Spiel auf Null zurücksetzen. Ja, aber jetzt ist ja scheinbar alles wieder normal. All of his coworkers were gone. What could it mean? Ja, dann, ne? Haben wir alles. Jetzt wahrscheinlich hier wieder Input 1? Nein, nicht mal. Ich weiß nicht, ob das mit den Inputs real ist oder nicht. Keine Ahnung. Naja, schreibt mir in die Kommentare, falls es noch witzige Wege gibt und so. Dann gucken wir uns beim nächsten Mal einfach um, wo ihr mich hinschickt. Weil jetzt sind Kommentare alle erwünscht. Weil jetzt habe ich mich genug im Spiel umgesehen. Jetzt habe ich alles gesehen, was ich sehen wollte. Aber nochmal eine schöne, insane lange Folge. Und dann, falls wir noch mehr coole Sachen finden, können wir uns das beim nächsten Mal angucken. Hier aus dem... Oh mein Gott. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design. Jawohl! He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. Hätte es nicht gewollt, dass ich da rausgehe, wäre die Scheibe da gewesen. Also ich bin schon einen Schritt voraus, Spiel, tut mir leid. Auch wenn ich mich kurz erschrocken habe und kurz dachte, oh Gott, aber eigentlich, ne, logisch, ergibt ja Sinn. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Yeah. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like, right now. You could have done it just then.
Now would also be an appropriate time to quit. Nö. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. Du kannst es auch zurücksetzen, ohne meinen Einfluss. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on, where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Jawohl. So nervig wie möglich. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Das ist doch richtig cool. Jetzt würde ich es nicht hören wollen. Ja, aber Leute, wenn er jetzt hier weiter einfach nur sein Instrument spielt, genießen wir die Musik. Genießen wir, dass es vorbei ist. Ich hoffe, also eigentlich nicht vorbei. Wer weiß, was ihr alles schreibt. Wenn ihr sagt, lohnt sich nicht noch eine Folge, dann lohnt sich nicht. Aber vielleicht lohnt hier noch eine Folge, wo wir noch mal ein paar coole Sachen sehen. Könnt zum Beispiel mit dem Eimer hier runterhüpfen. So viele Möglichkeiten. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet erstmal viel Spaß beim Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare, was mir jetzt alles so vorgeschlagen wird, was man noch machen kann, was man noch zeigen könnte. Zum Beispiel das mit dem Elden Ring-Ding kann ich ja theoretisch noch einblenden. Nächste Folge dann. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge des Stanley Parable. Machen wir diese Musik weg. Lassen wir mein Outro langsam lauter werden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.